bei mir ist Horst Donner aus Möwisch. Er ist Vorstand bei der Gemeinderat. Eine Frage an Sie. Sind Sie bisher zufrieden mit der Arbeit von der Liste Burgenland? Ja, ich bin mit der Liste sehr zufrieden, weil es natürlich wichtig ist, dass es im Land eine Bewegung gibt, die parteifrei ist, unabhängig ist und bürgernah ist. Wir brauchen sie ganz einfach nicht von den oben sagen, was wir wollen. Wir wissen nämlich selber auch, wo den Leuten der Schuh drückt, und das müssen wir natürlich ausarbeiten. Und darum ist es wichtig, dass es die Liste Burgenland gibt. Im Land natürlich auch im Gemeinderat, die jetzt verstärkt nächstes Jahr an die Gemeinderatswahlen, oder wenn wir Chancen, ein gutes Ergebnis machen. Haben Sie welche Vorschläge für die Liste Burgenland? Was könnte in Zukunft besser machen? Es gibt sehr viele Bereiche. Es gibt im Bereich, wenn man sich auf Landesebene nimmt, wir haben 47.000 Pendler, die können natürlich stark unterstützt, weil natürlich der Spritpreis gestiegen ist. Ich bin der Meinung, dass man den Spritpreis runtergibt und den Pendlern eine Förderung natürlich auch zukommen lassen. Im Umweltbereich gibt es natürlich viel zum Tun, also wir haben in Mörbisch gemacht, dass wir diesen Hundekot reduzieren, weil natürlich unsere Anlagen selber geschmutzt worden. Wir haben in Mörbisch schon eigentlich jetzt solche, das heißt Dogstation heißt das, und das ist in Mörbisch jetzt vereinzelt aufgestellt worden, und die Leute, die also Hundebesitzer sind, können sie dort jetzt ein Sackerl rausnehmen und können den Hundekot eigentlich jetzt entsorgen, und so ist natürlich die Grünanlage in Mörbisch natürlich viel schöner geworden jetzt. Und was planen Sie bei der Gemeinde Zukunft zu tun? Wir werden schauen für nächstes Jahr. Es gibt sehr viele Interessen, dass wir ein gutes Team zusammenbekommen. Wenn die Leute erwarten sie natürlich von der Opposition, dass die natürlich noch besser arbeiten. Wir werden ein gutes Team zusammenstellen, wenn der Mörbisch schon das Angebot machen, dass wir besser arbeiten, als bis jetzt abgearbeitet worden ist. Aber keine genauen Ziele? Die Ziele, die werden wir natürlich jetzt ausarbeiten, im Team ausarbeiten, und wenn es dann der Mörbisch natürlich in einer Versammlung, wenn wir das dann präsentieren. Dankeschön. Bitte. Thank you.